So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale. Und diesmal ist nochmal eine Solo-Runde, denn ich habe mal nochmal wenigstens eine Solo-Runde gewonnen. Ja, war Spaß, aber auf jeden Fall. Wir waren nochmal bei Anishi Eckers ganz normal. Waren wir in der letzten Runde glaube ich ganz am Anfang und da ist dann auch schon direkt der erste Gegner, den ich erstmal mit dem Rick-Revolver versuche umzulegen, was ich aber natürlich nicht so kein Aim habe. Aber wer hat das schon mit dem Rick-Revolver? Und der versucht mich jetzt zu snipen. Ja, ich weiß, dann noch einen Shot gegeben, also gestorben. Und dann auf jeden Fall habe ich noch gesehen beim Fliegen, da der Typ, der Tomato Head, der du jetzt ist, da ist er gerade, habe ich gedacht, ja, ich warte, bis er aus dem Haus rauskommt, dann gebe ich ihm Headshot voll, wenn er die Tür aufmacht, aber hat natürlich nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Und dann versuche ich natürlich meine gute alte Taktik mit den Granaten immer wieder, weil irgendwie hat das gepackt, das noch zuzubauen, und dann bin ich weggegangen. Und dann beef ich mich mit dem jetzt noch ein bisschen, das hat, glaube ich, irgendwie so ein, zwei Minuten gedauert oder so. Und okay, es ist draußen, er ist nicht mehr drin, aber auf jeden Fall habe ich ihn noch gesniped. Und irgendwie war das ein bisschen seltsam hier an der Stelle, weil da man wieder gesandwicht wurde des Todes, Mann. Da kommt dann gleich jetzt noch irgendwie, da kommt irgendwo vom Polizeiauto, das da hinten liegt, noch einer irgendwie. Und dann kommt noch irgendwie ein bisschen später, wenn ich ein bisschen geheilt habe, weil ich dann irgendwie nur noch 20% Leben habe oder so. Aber wir werden es jetzt einfach gleich sehen, der hat versucht mich dann wegzuschrotzen. Irgendwo da kommt der gleich. Wenn ich da die Sachen aufgabeln will. Ja, da ist er. Ein paar Shots in seine Fraser. Und der goldene Scar gab. Ich verstehe nicht, warum der mich nicht mit der Scar einfach abgeschossen hat. So, und dann bin ich da gerade wieder die Sachen am Aufsammeln. Ich wollte ein bisschen heilen. Ja, das ist natürlich eine richtige Tochter. Und mit der beef ich mich auch ein bisschen. Das war eigentlich auch so ein bisschen. Du zuerst raus. Nein, ich komm raus. Nein, du kommst raus. So in dem Dreh war das. Und die verkämmt sich dann da, oder der verkämmt sich dann da jetzt an der Ecke da. Am Anfang wollte ich ihn dann noch snipen irgendwie, dann habe ich gedacht, ja, das wird eh nix. Und dann habe ich irgendwie noch ein paar Shots kassiert. Egal, ich pushe mich einfach. Zum Glück habe ich Headshot gegeben. Ich habe noch wie viel Prozent, ich kann es nicht sehen, 2% oder so. Ich glaube 2% Leben. Und dann bin ich mit dem Jumphead ein bisschen weggeflogen, weil die Zone kommt. Und dann habe ich mich einfach noch geheilt. Zum Glück hatte ich zwei Jumpheads gehabt. Und da ist dann jetzt das zweite Jumphead, wo ich geplaced habe. Und dann ist das unser nächster Gegner. Da kommen dann auch wieder drei Leute drauf. Aber den lasse ich mir eigentlich nicht easy. Ich habe ihn einfach getroffen. Alle drei Schüsse, die ich ihm gegeben habe, hat er einfach richtig kassiert. Und jetzt kommt direkt noch einer. Ich glaube direkt danach. Der müsste eigentlich genau jetzt gleich kommen. Ah, da ist er, ja. Da kommt noch einer. Und da bin ich schon wieder fast tot. Jetzt habe ich schon wieder nur noch 5-6%. Keine Ahnung, ich kann es nicht sehen auf dem Mini-Bildschirm, aber auf jeden Fall. Da heile ich mich dann gerade noch. Das war jetzt schon, glaube ich, das vierte Mal, wo ich jetzt so richtig close schon fast tot war. Und dann kam jetzt die Stelle, wo ich einfach gechillt habe. Dann da habe ich irgendwie ein, zwei Minuten gechillt, weil der halt über mir war. Das gehen wollte, dass er mich irgendwie killt oder so von oben. Hab ich einfach gewartet, dass die Zone kommt, dass er dann rausgeht. Und dann haben wir ihn einfach wieder geklatscht. Und dann habe ich mich natürlich wieder hochgehalten ein bisschen. Der hat diese Schilder gehabt. Und der Typ, wo da oben auf dem Berg war, der kommt noch ganz am Ende nochmal. Da habe ich gedacht, am Anfang könnte ich es vielleicht schaffen, dem mit dem Tuber dann seine Base kaputt zu schießen, dass er irgendwie daran stirbt, aber hat dann nicht so funktioniert. Da habe ich mir gedacht, gehe ich einfach den Berg nochmal runter gleich. Da erstmal jetzt gleich kommt da jetzt, wo ich versuche, alles wegzutun. Ich glaube ich nicht, dass er irgendwie alle Schüsse getroffen hat, aber ja, und dann habe ich erstmal schon passiert. Da hätte ich auch nicht mehr. Dann habe ich gedacht, nee, soll er lieber seine Muni verschießen, ich gehe einfach nochmal runter, wo er mich nicht trifft. Und als ich dann unten war, ist uns nochmal ein Gegner begegnet. Ja, Spaß. Dann hat er dann kassiert, hat er noch einen Hit kassiert und dann versucht er sich irgendwie so Larry aufzubauen. Man hat irgendwie gesehen, dass das ein Larry war. Ich weiß nicht, man hat es einfach gesehen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kills er hat, aber wir sind jetzt schon bei 9 Kills dann angekommen. Und dann ist nochmal der Typ, wo oben auf dem Berg war, wo ich dann versucht habe, ja, weil jetzt noch 3 Stück leben, habe ich mir gedacht, ja, vielleicht ist er abgelenkt. Dann kann ich es vielleicht packen, den irgendwie umzulegen mit Sniper. Hat dann natürlich wieder wie immer nicht so funktioniert. Dann habe ich einfach reingetut. Und dann hat er mich gesehen. Er hat sogar seinen Schuss, seinen Sniper, der kommt jetzt gleich. Da hat man ihn gesehen. Boah, der war so close an meinem Kopf dabei. Und dann kommt natürlich wieder die Wand, die ich nicht gesehen habe. Oder die Zone oder der Sturm oder sonst auch immer, wie man es nennen soll. Und dann beeft er mich natürlich wieder weg, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Da war schon wieder close vor tot, habe nur 20% Leben oder so. Wenn er mir da einen Shot gegeben hätte, dann wäre ich einfach instant gestorben. Gut, dass ich mir dann bin ich einfach runtergegangen, habe mich aber ein bisschen geheilt, dass ich wenigstens nicht One-Hit bin. Und dann habe ich gedacht, nee, ich laufe jetzt auch. In 40 Sekunden kommt die und ich kann da jetzt nicht die ganze Zeit chillen, weil der die Panzerfaust hat.
Und da ist dann noch der andere drin, in seiner Backsteinbasis, nenne ich jetzt einfach mal. Der hat dann mich auch angegriffen, ich verstehe es nicht. Die beefen sich die ganze Zeit weg, also die haben sich die ganze Zeit weggebeeft und dann kommt er auf einmal, dreht sich um und denkt sich, ja komm, töte ich jetzt einfach erstmal den. Vor allem, dann habe ich mich da einfach hochgebaut, weil ich dann noch in der Zone drin war. Und dann kommt er und will mich pushen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Der pusht mich, obwohl der Gegner einfach vor seiner Fresse einfach ist. Da habe ich gedacht, ja, muss ich mich jetzt schnell zubauen, weil ich einfach nur noch 40% Leben habe oder so. Ich kann es halt nicht richtig erkennen, aber auf jeden Fall nicht mehr so viel. Da habe ich mich einfach ein bisschen hochgehalten. Mal wieder, habe ich mich weggeschnitten. Was natürlich wieder nicht funktioniert hat, weil ich kein Muskel. Dann war der eine Typ unter mir, der wollte glaube ich da alles abbauen. Der wollte glaube ich meine Base abbauen, also meinen Miniturm, den ich gebaut habe. Da ist er drin jetzt. Da habe ich gedacht, wenn mich jetzt einmal trifft oder so, bin ich direkt tot. Und dann bin ich auch wieder einfach weggegangen, habe gedacht, gehe ich mir einfach jetzt in seine Basis, wenn er bei mir jetzt ist, gehe ich jetzt einfach seine Basis besuchen. Und an der Stelle ist einfach so richtig Aids des Todes, weil da haben wir glaube ich 5 oder 6 Minuten alle gechillt, wir haben nichts gemacht, irgendwie haben versucht uns irgendwie zu finden und uns irgendwie umzubringen und jetzt schießt er nochmal durch mit seiner Panzerfaust drauf und er wollte es zumindest mal, habe ich gesagt, oh nein, ich muss wegspringen und da unten war sogar noch der andere Typ jetzt nochmal und dann habe ich jetzt wieder gechillt, ganz normal, wie das so ist, wenn man nicht viel Leben hat und kein Schild und aber jetzt kommt wenigstens der Moment, wo ich den mit der Panzerfaust kill, ich hätte die Panzerfaust aufnehmen sollen, aber das war mir dann irgendwie zu unsicher, wenn ich da jetzt dann hingehe und mir den ganzen Loot hole. Nicht, dass der irgendwie von oben kommt, mir einfach Headshot gibt. Das wollte ich nicht. Ja, habe ich mir sie einfach nicht geholt, aber ich habe auch so noch gerade so gewonnen. Vor allem, da kommt ein Moment, wo ich eigentlich auch wieder hätte sterben können, aber ich bin einfach an der Kante abgeprallt. Da habe ich nur so 5 Schaden gekriegt, anstatt dass ich gestorben bin. Das müsste jetzt eigentlich auch gleich kommen und dann ist die Runde eigentlich auch schon so ziemlich vorbei. Dann habe ich irgendwie nur noch 40% Leben oder so und dann boller ich den noch mit der Scar weg. Und er hat irgendwie noch Schild und alles gehabt und ja, habe ich einfach noch easy gewonnen, würde ich sagen. Na gut, easy war es jetzt nicht, aber es war schon eine richtige Lackrunde, muss man sagen. So, das war der Moment, wo ich abgeprallt bin und dann kommt jetzt der letzte Moment, da würde ich einfach sagen, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr natürlich noch mal kommen und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge. Macht's gut.